der Mitchell und für Sonic Editorial habe ich mir den Song von James Blunt, Bonfire Hearts, rausgesucht. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Tutorial. Legen wir los mit dem Intro. Das Intro besteht eigentlich nur aus einem C-Dur-Akkord. Die Schwierigkeit liegt im Zupfen, vor allem in der Rhythmik vom Zupfen. Beim Zupfen ist es ganz grob, sage ich mal so. Der Daumen spielt die A-Seite, der Zeigefinger spielt die D-Seite, der Mittelfinger spielt die G-Seite und der Ringfinger spielt die B-Seite. Und das ganze Zupfmuster sieht so aus, wir spielen eigentlich immer Daumen, Ring, Mittel, Zeige. Ja? Also Daumen, Ring, Mittel, Zeige. Und jetzt kommt die Rhythmik und das ist eigentlich das Problem an der ganzen Geschichte. Ja? Wir spielen in der Rhythmik von 1 und dann kommt 2 E, E3 und 4 E, E1. Das ist grob die... Also dam, 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 dam. Ja? 1 und 2 E, E3 und 4 E, E1 und 2 E, E. Und es kommt immer dreimal und beim vierten Durchgang geht es einfach so, dass wir spielen Daumen, Ring, Mittel, Zeige und das ganz glatt. 3 und 4 und. Also geht der Rhythmus. Und das Ganze zieht sich jetzt auch so durch die Strophe. Die Strophe besteht aus C, zwei Takte, E-Moll, zwei Takte. F, zwei Takte, da greife ich einfach so eine kleine Form, weil die Bassnote trotzdem auf der A-Seite gespielt ist. Dann A-Moll-Akkord, zwei Takte, C, wieder zwei Takte, aber dann diesmal diesen. Der ist Zeigefinger im dritten Bund auf der A-Seite und dann legen wir den Mittelfinger in den fünften Bund, den Ringfinger im fünften Bund auf die G-Seite und der kleine Finger liegt im fünften Bund auf der B-Seite. Ja? Den brauchen wir dann auch zwei Takte und dann den G-Barré im dritten Bund, das ist Zeigefinger, dritter Bund Barré. Dann liegt der Ringfinger auf den fünften Bund von der A-Seite, der kleine Finger liegt genau drunter, fünfter Bund, D-Seite und der Mittelfinger liegt im vierten Bund auf der G-Seite. Also sind die Akkorde, ne? C, E-Moll, F, A-Moll, dann diesen C und dann G. Okay, die ersten zwei Takte C sind wieder genauso wie im Intro. Jetzt gehen wir auf E-Moll. Das Einzige, was sich ändert von unserem Zupfmuster ist, dass der Daumen jetzt eine Seite höher geht. Ja? E-Moll und dann... So, dann gehen wir auf F, auf unser F-Form hier. Also braucht keinen Barré greifen, weil der Basston auf der A-Seite ist. Spielen genau dasselbe Zupfmuster wie beim C. Jetzt gehen wir auf A-Moll. Und beim A-Moll machen wir es so, wir gehen, lassen den Daumen diesmal auf der A-Seite weiterhin. Und die anderen Finger gehen alle eine Seite runter. Das heißt also, der Zeigefinger spielt jetzt hier die G-Seite, Mittelfinger die B und der Ringfinger die hohe E-Seite. Ja, das heißt also, die ersten vier Akkorde gehen. So, das wiederholt sich nochmal C und E-Moll. Jetzt geht's auf F. Und wieder A-Moll jetzt. Jetzt gehen wir hoch. So, jetzt kommt unsere C-Form hier. Selbe Zupfmuster wie beim A. Und dann gehen wir einfach mit unserem ganzen Zupfmuster eine Seite wieder hoch. Ja? Also das heißt, der Daumen spielt jetzt ab der tiefen E-Seite, Zeigefinger ist wieder auf der D-Seite, Mittelfinger ist auf der G-Seite und der Ringfinger ist auf der B-Seite und spielen damit unseren G-Akkord. Ja? Und da brauchen wir nur das halbe Zupfmuster. Das heißt, ich spiele jetzt mal die komplette Strophe. Die Strophe habe ich vorhin leider vergessen, der C
Und der E-Moll-Akkord, die wiederholen sich einmal am Anfang. Ein Patzer nicht drin, Entschuldigung. Ja, okay, und dann geht's in den Refrain. Der Refrain besteht aus C, zwei Takte, A-Moll, zwei Takte, F, zwei Takte, dann einen Takt lang A-Moll nochmal und unser G hier wieder, ebenfalls einen Takt. Das Zupfmuster bleibt eigentlich dasselbe, wie wir es jetzt gerade schon hatten, nur am Schluss diese geraden Achtel, die lassen wir einfach weg und bleiben in unserem Zupfmuster in den 1 und 2, 3 und 4. So, gibt es nur darauf zu achten, der C-Dur-Akkord, Zupfmuster wie oben. Beim A-Moll spielen wir auch genau dasselbe Zupfmuster, wie wir es beim C jetzt schon hatten. Ja? Beim F bleiben wir auch beim selben Zupfmuster. Und dann kommt ja wieder der A-Moll. Und diesmal machen wir es so, wie wir es vorhin oben gehabt haben. Das heißt, unser Daumen bleibt auf der A-Seite und die anderen Finger gehen alle eine Seite runter. Also G-Seite, B-Seite und hohe E-Seite. Nur einen Takt und dann gehen wir wieder hoch, wie wir es oben schon gehabt haben beim G. So, und das ist, zumindest würde ich das so spielen, den ersten Refrain, zumindest die Hälfte vom ersten Refrain, da ist diese zweite Gitarre noch nicht so richtig drin, würde ich komplett zupfen. So, danach geht es in der zweiten Hälfte vom Refrain dieselben Akkorde und jetzt kommt diese wie sagt man, Anschlagsgitarre, ja, kommt einfach dazu. Und wir spielen es im Rhythmus von 1 und 2 E und E. Also heißt, ich spiele runter, runter und dann in der Luft runter und dann rauf, runter, rauf. Also 1 und 2 E und 3 und 4 E und 1. Nochmal langsam. 1. Die 1 spiele ich immer und die ZZ 3 mit dem Daumen. Also 1 und dann in der Luft runter E und E. 1 und 2. Okay, spielen wir durch die ganzen Akkorde. Wir haben also C. Genau, das ist eigentlich schon das ganze Ding. Akkordfolge ist ja genau dieselbe. So, dann gibt es einen mini kleinen Solo-Part oder Zwischenteil zum Solo. Der geht nach dem zweiten Refrain los. Es sind dann nochmal zwei Takte D, zwei Takte lang das G. So. Ja, und da kommt mal ganz kurz ein anderes Zupfmuster. Das spielt man einfach so für den G-Akkord. Wir haben also wieder unseren G-Griff von vorhin und dann spielen wir auf der tiefen E-Seite, ja, mit dem Daumen, dann Zeigefinger spielt die D-Seite, Mittelfinger die G und der Ringfinger die B-Seite und dann spielen wir 1 und E, E, 2, 1 und E, 2, 3 und E, 1. Und in der Rhythmik spielen wir jetzt einfach so ein mini kleines Solo, das heißt, so, jetzt spielen wir einen A-Moll-Akkord im fünften Bund Barré, das heißt Zeigefinger liegt im fünften Bund, Ringfinger siebten Bund auf der A-Seite, kleiner Finger siebter Bund D-Seite, ja, brauchen wir nur die zwei. Und das Zupfmuster funktioniert so, wir spielen nur Daumen auf der tiefen E-Seite und das andere bleibt, wie wir vorhin beim C hatten. Ebenfalls zwei Takte, dann gehen wir wieder zurück zu der C.
unser G. Ja? Also der Übergang ist dann... Jetzt kommt es so ein C. Steigt es wieder im Anschlagsmuster vom Refrain an. Dann kommt nochmal, ich glaube, ein Refrain gezupft und dann der Rest ist wieder ganz normal in diesem Schlagmuster alles Refrain. So, dann hoffe ich konnte dir mit dem Tutorial wieder ein bisschen weiterhelfen und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ein schöner Kommentar zurückbleibt. Ja, schaut mal auf meine Facebook-Seite und vielleicht ein Gefällt mir, gibt das ganze Ding weiter. Und ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, viel Spaß mit dem Song und ciao, sagt euch der Michel.